Padma Samputasana, die Stellung der Lotusschale. Ausgangsposition ist der Lotus. Aber im Lotus gibt die Fersen so weit wie möglich nach außen, wenn möglich sogar die Fersen außerhalb vom Oberschenkel. Dann beuge dich etwas nach oben und winde deine Arme um die Fußrücken und falte dann die Hände hinter dem Rücken. Das ist Padma Samputasana. Samputa ist eine halbkugelförmige Schale. Und so bist du insgesamt wie eine Schale von oben betrachtet, die gefüllt ist mit wunderbaren Dingen.